Moin, hier mal wieder ein Video zum, ja, zu Diablo. Und zwar zum Tistram Event. Das ist ein jährliches Event. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal ein Video zu gemacht habe. Es geht hier um die Finsternis in Tistram, die einmal im Jahr immer stattfindet, ungefähr einen Monat lang. Und das ist immer im Januar. Das ist quasi ein Event, bei dem man einen Dungeon eingefügt hat, der, ich glaube, 16 Level lang ist und an Diablo 1 angelegt ist. Ich werde das gleich mal zeigen. Das ist ja einfach nur eine Gag-Geschichte. Es passiert einmal im Jahr und wurde auch so angekündigt. Das ist jetzt, glaube ich, zum dritten Mal oder so. Man muss hier langlaufen und hier steht Tistram. Man sieht, das ist ein bisschen verpixelter als der Rest des Spiels, weil ich spiele das hier in HD und nehme das auch in HD auf. Aber wenn man da reingeht, sieht das so aus. Das ist halt sehr geil. Das ist direkt an Diablo 1 und 2, also 1 angelehnt. Sieht sehr cool aus eigentlich. Und ich laufe jetzt hier mit dem Chick ein bisschen durch, damit das ein bisschen schneller geht. Weil man kann normalerweise nur so langsam hier langlatschen. Und deswegen mache ich das gerne mit dem Witch Doctor, der halt ein bisschen schneller unterwegs ist. Hier, das ist eigentlich dieselbe Map, aber hier sieht man, da ist noch jemand drin. Da ist noch ein Kessel. Hier sind noch ein paar Kühe, die man anklicken kann. Das habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Was man dann farmen kann, nämlich das Kronkalb. Und hier ist das Labyrinth. Ich werde jetzt dieses Labyrinth einmal durchlaufen. Nur um es durchgelaufen zu sein. Denn am Ende kann man auch noch einen, ja, legendären Edelstein dafür bekommen. Und den benutzt man für einen Transmog. Das Lustige ist hier, ein Goldfeld. Bitte kein Gold, ich habe doch den Stein drin. Das haut dann auch nicht ganz hin hier in diesem Dungeon, aber naja, so ist es voll. Der Stein, der am Ende fällt, den packt man in den Kopf rein und dann gibt es eine neue Transmog. Und diese Transmog kann man dann für alles bei jeder Klasse verwenden. Und naja, gut, sieht halt ein bisschen böse aus. Das ist mein Fall, aber ich habe es halt gefarmt. Dafür muss man hier den Dungeon komplett durchlaufen. Bin jetzt hier schon in Ebene 3. Wie gesagt, der hat 13 und alle 4 oder alle 3 Ebenen ändert sich das Layout. Also hier ist es hier angelehnt auf die Hallen der Agonie. Beziehungsweise die Kathedrale ist das natürlich. Was erzähle ich denn für Quatsch? Das ist die Kathedrale hier natürlich. Da ist man ja reingegangen. Hat man ja gesehen. Und auch der Sound von dem Schrein ist an Diablo 1 angelegt. Und wenn man jetzt gleich in die nächste Ebene kommt, ich glaube 5 ist dann ein neues Layout. Ja, das sieht hier aus wie die Ruinen von Corvus auf dem Weg zu Adria. Hier kann man auch noch hier hochgehen, dann wird es. Ich weiß nicht, ob das hier in diesem ist. Aber egal. Es gibt nämlich auch noch ein. Ja, so ein. Bereich einer Map, wo das dann auch auf alt getrimmt ist, nämlich dass der Sichtbereich verkleinert ist. Das ist wie. Ja, in anderen Spielen würde das Nebel des Krieges oder sowas heißen, dass man da wirklich nichts sieht. Also, dass man hier, was weiß ich, im Umkreis von dem hier nur sehen kann und dann das andere alles erkunden kann. Hier ist das ja ein bisschen anders. Hier wird das ja heller. Hier kann man ja schon vorher was sehen, aber das ist dann wirklich schwarz. Und das ist, glaube ich, in einer von diesen Maps so eine Ecke, wo man da langlaufen müsste. Mache ich jetzt aber nicht. Ich zeige einfach nur mal, wie man hier durchläuft. Man kann natürlich auch jede Menge Erfolge noch machen. Ich habe die aber auch, die ganzen Erfolge. Deswegen ist das eigentlich für mich uninteressant. Wie gesagt, das läuft jedes Jahr. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann ja, hat sich das eigentlich auch erledigt. Dann ist das nicht so wild. So. Buch der Blinden. Hier kommt das. Ja, hier ist das. Hier sieht man das, das wird jetzt alles ein bisschen düsterer und man sieht nur so ein bisschen Nebel und man weiß nicht, jetzt ist richtig finster, man weiß nicht, wo man hinläuft. Und das ist halt auch so auf Diablo 1 gemacht, ne? So war das halt früher.
scrollt und was fällt mit alten Sounds und sowas. Das ist schon cool gemacht. Wenn man hier nicht weiß, wo es weitergeht. Die ganzen Items, die man hier findet. Die jetzt nicht, aber das hier sieht auch natürlich alt aus. Es gibt ein paar Transmogs, die man sich holen kann, aber da habe ich eigentlich auch alles. Das sind dann blaue Items. Und wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, dann werde ich irgendwann auch wieder ins Licht laufen. Dann werde ich die andere Richtung weiternehmen, weil da dann der echte Dungeon weitergeht. Da sind wir schon wieder. Ups, links rum. Rechts sind wir gekommen. Natürlich hat sich auch das Interface so ein bisschen geändert. Das ist hier bei dem Leben ist das ein Dämon, der die Kugel trägt. Und unten, das ist genau dasselbe, dieselbe Grafik, die man sich erfarmen kann als Porträtrahmen, nämlich diesen Dämon und den Engel. Zu dem Engel habe ich schon ein Video gemacht, zu dem Dämon noch keins, aber das ist nicht so wild, weil den Dämon kann man sich erfarmen, indem man alle, wie soll ich das nennen? Kann man hier sehen? Karriere allgemein und dann besondere Ereignisse. Das ist, meine ich, hier. Bitte alle Gegner im Labyrinth, einzigartigen Gegner, die habe ich alle getötet und dann gibt es das Porträtrahmen. Und das ist der klassische Dämon. Der sieht dann so aus. Auch mit einem roten Hintergrund. Der Engel, der hat einen blauen Hintergrund. Und das ist dann das hier. Das habe ich ja dabei aber schon ein Video drüber gemacht. Euch jetzt zu zeigen, wie man hier einen einzigartigen Dämon killt, ist Quatsch. Brauche ich nicht. Ups, hoppala. Da bin ich doch gestorben. Aber glücklicherweise ist das hier nicht so wie in Diablo 1 oder ich kenne es nur aus Diablo 2, dass man halt zurücklaufen muss. Oh, jetzt funktioniert das wieder mit dem Gold. Dass jeder droppt. Dass man zurücklaufen muss zu seinem Hab und Gut. Weil man dann gestorben ist. Das ist hier nicht so. Man kann ganz normal wie im Diablo 3 sich dort wieder beleben. Verliert aber natürlich ein bisschen an der Rüstung. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, jetzt sind wir hier auch durch. Das sind halt irgendwelche Höhlen hier. Die auch sehr nervig sind. Wir sind aber schon auf Ebene 11. Und später wird es dann auch noch ein paar Bosse geben, die man killen muss. Und Mechaniken, die man auslösen muss. Hoppala. Und naja, also ich finde das ganz lustig gemacht. Man kann das mal durchspielen, so im alten Stile. Aber ich muss das jetzt nicht unbedingt jedes Mal mehrfach durchlaufen. Ich habe alles erfarmt. Und deswegen ist das jetzt für mich nicht mehr ganz so interessant, aber für Leute, die so ein bisschen Diablo 1 und Diablo 2 Feeling haben wollen, die können das gerne mal durchspielen und dann sich auch einen Gefährten erfahren, nämlich den kleinen Schlechter. Dafür müssen wir das auch komplett durchlaufen, aber man muss mit Stufe 1 anfangen. Ich glaube auch Solo. Dann, wenn man das macht, man kann natürlich den Level Game mitnehmen in einer Waffe oder sowas und dann während des Laufens dann auf 70 leveln, das ist dann kein Problem. Aber man muss mit Level 1 anfangen und dann kriegt man den kleinen Schlechter als Pet. Ist dann nämlich hier, da unten. Betätigt Tristan mit der Charakter 1, Solo spielt und tötet den dunklen Fürsten. Genau. Dann kriegt man den kleinen Schlechter als. Das sind jetzt hier die Hallen der Agonie. Nicht so wie vorhin, das war dann wirklich die Kathedrale, weil man da ja reingegangen ist. Und hier sieht man, dass man hier so ein paar Fallen, Türen aufmachen muss. Und man kann hier noch so ein bisschen was kaputt hauen und weiter. Jetzt sind wir schon in 14. Gut, das sind jetzt alles neue Items leider, keine Blau, weil ich alle nicht einsammle, aber das ist wild. Oh. Thunder Fury.
Also es ist eigentlich, die Maps sehen aus wie in Diablo 3, bloß dass sie halt ein bisschen verpixelter sind. Ja, also mehr ist das jetzt nicht. Und deswegen, oh, hier dann nochmal so ein Kopf, dämoniger Kopf. Ist das wirklich nichts Besonderes? Man kann es mal machen, aber das ist ja wieder. Und deswegen, nur so aus Gag finde ich das ganz cool gemacht. Muss es wie gesagt nicht immer machen, aber man kann es mal machen. Denn auch die sind aus Diablo 1, soweit ich weiß. Ach ja, ich muss jetzt wahrscheinlich. Achso, den Stein, der wird jetzt bei mir nicht fallen, weil ich den schon habe. Der Visier. Ich kann den Stein gleich mal zeigen. Ich habe den im Inventar liegen. Hier muss man die Vorrichtung auslösen. Dann wird man da oben hin teleportiert und muss alles killen. Genauso hier auch. Dadurch. Da draufklicken. Hier drin alles killen. So, und dann kommt man hier ins Labyrinth Ebene 16. Hier ist nochmal so eine Rüstung, tut mir schwer. Mit Stärke, ist auch geil. So, da rein. Und das ist jetzt die letzte Ebene. Da muss man die Türen öffnen. Kann man hier machen, mit dem Türhebel. Dann kommt man in die nächste Tür rein. Hier den auch. Da rein. Man sieht schon hier in der Mitte, da will man eigentlich hin, kommt man aber nicht, weil das Tor zu ist. Man macht das auf und dann fällt das hier alles. Und da ist er, Diablo, der dunkle Fürst. Man killt den natürlich. Und er würde jetzt den Stein und auch das Pad fallen lassen, wenn ich es denn nicht schon hätte. So, das war's. Hier ist nichts weiter. Das waren 16 Level des Dungeons. Hoppala. Und ich kann das Pad und den Stein gleich nochmal zeigen. So. Erstmal machen wir den ganzen Scheiß hier weg. Guck mal, die kann man sogar so noch nicht mal bewerten. Und so anklicken. Einmal gestorben. So. Das Pad. Gefährten. Nee, das war er nicht. Das ist Diablo. Das ist er, der Schlechte. Er ist zwar klein, aber äußerst garstig. Der Schlechte. Den kriegt man als Begleiter, wenn man von 1 an komplett solo den Dungeon durchläuft. Den Stein, das ist dieser hier, kann in Helme mit Sockeln eingefügt werden. Ihr ringt regelmäßig um die Kontrolle über euch, wodurch ihr ein Feuerring entfesselt, der allen Gegnern, die er durchschlägt, 12.500 Waffenschaden zufügt. Nachdem ihr einige Sekunden erreicht habt, eine neue Stufe erreicht habt, kosten eure Fertigkeiten 30 Sekunden an keine Ressourcen und die Abklingzeiten sind um 75% reduziert, ab 25. Der Ring ist eigentlich nutzlos, weil man eigentlich immer die Kontrolle behalten möchte. Und das ist halt da nicht der Fall. Regelmäßig um Kontrolle, und ich habe das irgendwann mal ausprobiert, das ist echt blödsinnig. Also der Effekt von dem Stein ist völliger Quatsch. Man trägt den nicht. Man kann den Kopf transmoggen. Und zwar sieht er dann so aus. Kann ich ranzoomen? Nee. So, ja, jetzt habe ich das nicht gemacht. Warte nochmal. Ich finde das jetzt nicht so toll. Beim Barb sieht das einigermaßen aus, aber naja, nimm das seine halt, ne? Das ist dieser rote Seelensplitter. Den muss man einmal in einen Helm gesockelt haben. Man kann ihn dann auch wieder rausnehmen, aber der muss einmal in einen Helm gesockelt sein, egal welcher. Ob man den jetzigen gerade nimmt, den Stein rauskloppt, den anderen rein oder sowas, dann kann man den halt tragen. So. Aber, naja, das. Wie gesagt, es gibt so ein paar Erfolge, die man hier unter den besonderen Ereignissen machen, weil das alles ist, was man hier mit der Finsternis von Tistram verbindet.
alle vier Bosse. Wie gesagt, es gibt auch noch den Lazarus, Erzbischof, den Skelettkönig und den dunklen Fürsten haben wir gesehen, aber den Schlechter gibt es auch noch. Der kommt, glaube ich, in sehr früh vor, 4 oder irgendwie sowas, dass man den Schlechter killt. Bei der Seele, da kriegt man alles, aber egal. Wie gesagt, das waren hier die Porträtrahmen. Hier kann man die Geschreibsel der Kultisten für das andere Porträtrahmen, für den Engel suchen. Das Wirtsbein ist ein bisschen blöd, weil das nicht funktioniert. Wenn man das verschrottet, kriegt man jetzt Blaues zurück und kein Legendary. Das ist blöd. Die Durchgänge kann man sich auch alle holen, kriegt man die Erfolge und natürlich den Schlechter. Es gibt noch das Kronkalb, was man sich erfarmen kann. Dafür gibt es aber auch andere Videos. Ich weiß nicht, ob ich da schon eins zugemacht habe. Aber das geht im Moment halt nicht, weil man dafür Wirtsbein braucht. Und somit kann man sich das Kronkalb, den Begleiter, eben im Moment nicht farmen. Das ist dieses hier. So. Also, das war's erstmal zur Finsternis in Tistra. Und viel Spaß dabei. Ihr habt, wie gesagt, ungefähr noch einen Monat Zeit. Bisschen was man auch in der Non-Season machen kann. Das hat jetzt mit der Season nichts zu tun. Gibt's auch in Non-Season. Und heute in, naja, 4 Stunden knapp wird dann die Season, wenn Blizzard das dann nicht wieder vergeigt, zeitlich zu Ende sein. Und dann, ja, viel Spaß beim Truhe aufräumen und aussortieren. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich zum Start der nächsten Season in 2 Wochen dann. Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge wie immer in die Comments rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.